Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Weiße Edition. Wir sind wieder unterwegs und, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Stimmt, wir mussten aussetzen, weil ich meine Pokémon geheilt habe. Und jetzt muss ich nochmal gegen die Dödels da kämpfen, gegen die beiden. Und die hatten, ja, die hatten diesen doofen Käfer, Alter. Diesen mega krassen Super-Bite-Käfer. Dann machen wir das mal so, weil jetzt kommen ja die beiden Kids wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich die besiegen kann. Wir haben diesen OP-Bug. Moment, wo bin ich denn? Ist das richtig? Ah ja. Hier ist die Plasma-Mugge. Hier sind sie wieder. Ihr habt mir gesagt, ich muss wieder gegen beide kämpfen. Und dann bin ich auch am Start. So. Alter, die haben diesen Kieferbruch. Special. Zwillinge Vivi und Bina. Da kommen sie wieder. Okay, ist Flug gegen Pflanze ganz gut. Die fressen das doch. So, aber Terry Bark müsste doch King of the Ring sein. Ja, erstmal noch die beiden schwach. Okay, pass auf. Windschnitt auf den linken. Auf beide! Das ist eine Dual Attack. Und wir beißen den rechten. Another one bites the grass. Yo! Dusselgo ist am Start! Ich wusste doch, dass Dussel für irgendwas gut ist. Alles klar, Dussel. Er knuspert am Hund. Und gegen Terry Bark macht es nichts. Jetzt Windstoß. Und wir machen Tackle. Ach, Terry Bark ist aber zu schnell. Zu viel Initiative. Ach man, Dussel sollte den töten, Terry Bark. Ich bin enttäuscht. Aber hier kann ich Dussel leveln. Hier level ich den Dussel. Weil hier sind viele Käfers. Was bist du für einer? Ich laufe einfach an dir vorbei. Und an die laufe ich auch einfach vorbei. Kann ich das zertrümmern? So, hier. Ja, Dussel ist sehr effektiv, ey. Da machst du nix. Nimm das. Schön, Dussel. Auf 21 entwickelt sich mein Dussel nämlich. Ruheort. Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders ist nur 50% des maximalen. Ich möchte das lernen, bitte. Und ich möchte dafür den Silverblick verlieren. Wie immer. Okay, da links ist noch ein Trainer im hohen Gras, der Don. Das ist Gift, das ist Käfergift, mega nice. Das Pokémon hätte ich echt gern. Ach ja, ihr habt mir einen Tipp gegeben, ich soll mehr auf wackelndes Gras achten. Ich habe das wirklich noch gar nicht gesehen. Also sich bewegendes Gras, da sind stärkere Pokémon drin. Das heißt, solange es das macht, kann ich es nicht angreifen. Sehe ich das richtig? Und das ist das Einzige, was es kann? Nein. Oh nein, Dussel lässt sich doch immer direkt paralysieren. So. Spinning Mixer. So, der Don. Er klingt wirklich wichtig. Okay, er jetzt dreht jeden Tag in diesem Wald seine Runden. Und er hat einen Terry Bark. Terry Bark ist irgendwie gegen alles OP. Terry Bark hat noch nie eine Schwäche gezeigt. Bodycheck und tot. Okay, 20. Machen wir einen Spinning Mixer. Ey, das war eigentlich gar nicht schlecht. Und dann setze ich halt auch Terry Bark ein. Dann Bodycheck mich doch nochmal. Ja, es ist so ein Bodycheck-Hund. So, und wir tackeln dich aber einfach. Zack! DP. Eine Niederlage in deinem Wald. Ja, easy. Maronbeere. Ja, ja, der Wald ist unglaublich toll und ich habe mich nur gedreht. Egal. Den kann man schön mit diesem Spinning Mixer angreifen. Der kann Dussel gar nichts. Schön Action-Dussel. Batz!
Super effektiv. Ich will Dussel auf jeden Fall weiterentwickeln, Leute. Das müsst ihr mir hier lassen. Ja, hier sind aber auch viele unterwegs, ne? Ich weiß nur, dass ich halt hier nichts finden kann. Außer vielleicht ein Lilynap mit einem schönen Level. Aber ich glaube, da wäre 17 das Einzige, was mich interessiert. Wir testen mal was und wir machen den Ruheort. Zählt es dafür die Runde nicht mehr als Flug? Das wäre voll interessant, weil ich bin ja gelandet. Es heilt sich an meine Heilkraft. Aber alles in allem habe ich Plus gemacht. Okay, es heilt sich weiter an mir. Level 19. Es geht hier weiter. Ich bin sogar richtig. Neuer Trainer. Wir sind immer noch in diesem düsteren Wald. In diesem unglaublich gefährlichen Ort. Irgendwas mit dem Itemradar, habt ihr gesagt. Ich muss das nochmal mit dem Itemradar testen. Ich guck mir den gleich mal an. Was schickt er in den Kampf? Dieses Ding. Das schützt sich immer. Aber kann da der Dussel was machen? 27. Wir gucken erstmal. Erste Runde wird er wieder seinen Panzer machen. Deswegen setzen wir uns kurz zur Ruhe. Grrr. Nice. Okay, setzt einen Poison-Stachel an. Es macht 3 Damage, aber dafür bin ich halt vergiftet. Und ich glaube, Gift hält, bis ich im Poke-Center bin. Oder Antidote, natürlich. Scheiß Giftstachel. 6 Damage jede Runde. Oh, das ist Kampf. Moment, das haut mich doch um, oder? Wir machen nochmal einen Windschnitt, um das zu checken. Also es ist immer noch sehr effektiv. Das ist immer das Schlimmste, mich mit irgendwelchen Brocken zu bewerfen. Da habe ich immer Schiss vor. Ich mache den Windstoß. Ich töte es lieber und habe dann noch 4 AP. Außer es gibt kritisches Gift für Dussel. Nicht weiter sterben, nicht sterben, Dussel. Okay, wir gucken erstmal, was wir so im Beutel haben. Ja, ob wir ein Antidote haben. Gegengift. Einsetzen. Dussel. Super Trunks. So. Weiter durch den Wald. Ein anderes Dussel. Level 16. Guck mal, hier sind die Pokémon noch schon ein bisschen höher. Ich habe immer noch nicht auf wackelndes Gras geachtet. Und den Pokeradar wieder nicht vergessen. Aber das wird ja dann kein... kann ja den Rückzug keeper sein. Also, der macht natürlich nicht viel Schaden. Nee, macht der einfach gar nicht. Ja, dann gucke ich mal, wie effektiv halt eine andere Flugattacke gegen Dussel selbst ist. Ja, mal ein Windstoß. Das wird bestimmt super uneffektiv sein. Ja, doch, es geht. Während das andere Dussel eh nur heult und Silberblicke verteilt. Kann ich das hier schön umhauen. Jetzt kommt ein eigener Windschnitt. 10 Damage macht das. Und der Rückzucki, der müsste reichen. Initiative-Vorteil. Aha, ein Pokéball mit Gegengift. Sehr schön. Ich gucke jetzt den Itemradar nochmal an. Der ist aber bestimmt in meinem Beutel. Itemradar. Einsetzen. Oh. Oh, und die versteckt sich hier im Wald? Es klingelt, aber es ist uns egal. Dussel macht einen Windschnitt. Egelsam geht nicht, ey. Zack. Ah, genau, jetzt kann ich gucken, ob Windschnitt... Ich hätte mal auf die KP achten können. Also auf den Damage, meine ich. Oh, Dussel ist hier im Wald ziemlich nice. Ich glaube, Dussel wird mir in der Arena echt helfen können. Okay. Rück zu Keep. Ich und mein Dussel... Hahaha. 1000 Tacken. Das ist wieder ein bisschen was. Ja, ja, das lassen wir. Oh ja, schenk mir noch was. Du kannst doch gerne mit nach Hause kommen.
Wenn der Itemrad da die ganze Zeit piept, dann mache ich den wieder aus, weil mir das gewaltig auf den Keks geht. Ah, oh, der Käfer. Aber vielleicht sind die Pokémon hier stärker. Okay. Nimm dies. Yeah. Ein Level noch. Dussel ist auf dem besten Weg. Ich weiß es, ich bin gleich da. Ich hab das Item gleich. Lilinip. Lilinip. Wow, Volltreffer. Wir schaffen das noch. Ach, das sind also Trainer immer, die so aussehen wie so ein Haufen Kot. Ranger. Ein Wassermack. Ein Feuermack, ein Pflanzenmack und ein Wassermack. Ist ein Wasser-Pokémon gut gegen einen Vogel? Wir werden es testen. Es setzt auf jeden Fall erstmal Aquaknall rein und bubbelt. Ha! Okay. Ich bin nicht dagegen gut, aber ist auch nicht. Wie es aussieht. Zumindest juckt mich die Aquaknarre nicht so krass. So, wir heilen uns erstmal. Wechseln das Pokémon. Ich könnte es versuchen. Das ist ja Pflanze. Wir müssen es ja irgendwie auch versuchen zu leveln. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht. Jetzt kriege ich eine Aquaknarre ab. Aber die dürfte ja nicht effektiv sein. Der Levelvorteil hilft natürlich. Und wir haben immer noch, wir haben immer nur so, lecker. Aber damit heilen wir uns doch, ne? Ist das als HP? Ja, nice. Wir haben zwei Pokémon, die sich selbst heilen können. Ist das nicht fantastisch? Paralysiert! Ich hasse Paralyse. Mega Sauger. Super effektiv. Das war's? Der war drei Level über mir. Das hätte doch dick EP geben müssen. Oh, eine Pirsibeere. Vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir aus der Sonne. Ja, und nun? Wie benutze ich den Itemradar jetzt? Nein, nicht Pokédex. Ich habe ein Item gefunden. Scan die Umgebung nach unsichtbaren Items. Es blinkt und piept, sobald etwas gefunden wurde. Ich stehe ja drauf. Ah, ich muss da. Mini-Pilz. Guten Tag, sind Sie der Herr Plasma? Okay, es hat Nagelotz. Oh nein, Nagelotz ist mein größter Feind. Niemand mag Nagelotz. Aber wir werden erstmal schnittig versuchen, es anzuschneiden. Oh, da haben wir den Nagelotz aber angeschnitten. Tja, Team, wer waren ihr nochmal? Ich habe euren Namen vergessen. Kannst du mit aus der Sonne gehen, bitte? Ich habe dich. Das war. Ah, ne, hier ist noch eine neue Röhre. Piu. Und da ist wieder ein Trainer versteckt. Nee. Aber hier ist ein Trainer versteckt. Ein Paralyseheiler. Wäre natürlich jetzt ganz gut. Und da ist ein Trainer. In der Wildnis kenne ich mich aus. Ein Feuermack. Okay, Feuermack. Vielleicht ist da ein Vogel wieder ganz gut. Obwohl Vögel können auch gut brennen. Vögel können. Und irgendwie. Oh, es erinnert mich ein Feuermack. Ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Und wir sind nicht ganz so effektiv. Deswegen suchen wir uns erstmal einen Ruheort. Gib mir ein bisschen Ruhe. Okay, wir ruhen uns erstmal aus. Dieses Grillermack, das kann auch nur. So, wir heilen uns um 40. Und dann machen wir noch einen windigen Schnitt.
Jetzt schläft es. Es schläft doch eh direkt ein. Okay, noch einen. Oh, ich durfte zweimal angreifen. Wir sind kurz vor Level Up. Wir sind kurz vor Level Up und sind schon bei 15 Minuten. Und wir schenken mir alle eine Beere, nachdem ich sie verhauen habe. Die sie da unter der Erde gefunden haben, wo sie sich eingenistet haben. Okay, hier ist noch ein Item. Und oben war ja auch noch ein Weg. Ein neues Dussel. Okay, jetzt wieder so ein kleiner dusseliger Kampf. Wir hatten zwei Windschnitte gebraucht. Zack. Toll, der Angriff sinkt und das reicht jetzt genau, um es nicht zu töten. Doch. Yes! Woo! Ja, nice. Na nu. Ey, sieht nice aus. Aus Dussel wurde irgendwas Cooles. Navitaub. Sieht schon krass aus. Da oben komme ich gar nicht hin. Manchmal wäre so eine Map ganz geil. Boah, zieh's hier rein, ey. Navitaub geht schon steil, ey. Na, was willst du machen, kleiner Dussel? Nice. Okay. Hier ist wieder ein Pokémon, den ich nicht drankomme. Das ist alles irgendwie Rückweg. Und hier komme ich, glaube ich, gar nicht weiter. Doch, oben. Hier wird so viel gekämpft auf der Route. Lilnit Level 15. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen, nicht zu weit zu leveln. Muss ich. Strauchler. Hier ist Ende. Und da ist auch Ende. Und da komme ich auch nicht rüber. Das ist aber ganz gut, weil dann weiß ich, dass wir jetzt hier weitergehen können. Und da ist wieder Team Palazama. Wird auch der letzte Kampf sein. Vielleicht sind wir dann auch bald schon durch den Wald durch. Ein Herausforderer mit drei Pokémon. Mit drei. Okay, Nagelotz kassiert ja direkt, das wissen wir ja. Wenn er ein Wasser-Pokémon hat, werde ich nochmal wechseln auf Lilnip. Aber, oh, Geduld. Ich hab keine Geduld. Windschnitt. Was kommt jetzt? Noch ein. Oh, das ist ein Nagelotz, Digga. Windschnitt! Und ein Ganove. Windschnitt. So. Ganovli ist auch geil. Tja, den Plasma. Wir haben dreimal Windschnitt gemacht. Da war ja nichts mehr, ne? Ist ja schon gut. Ich habe alles wiederbekommen. Der Dragoran-Kopf. Nice. Der Drakon-Schädel. Ja, ja, jetzt hau erstmal ab. Oh, da kommt der Don wieder. Er ist ein anderer Zen-Meister. Alles in Ordnung? Und mein teurer Freund, den unserem König ewig treu geschworen hast. Weiser Celerus, ich bin untröstlich. Der Drakonschädel wurde uns einfach wieder gestohlen. Gräme dich nicht. Der Verlust des Drakoschädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschung ergeben, dass er nichts mit dem legendären Pokémon zu tun hat, das wir suchen. Allerdings könnten wir keinerlei Risikofaktoren dulden. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Da kommt der Arena leider. Was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Kiefer-Pokémon aufgeregt waren. Doch dann treffe ich auf so einen Wichtigtour. Bist du hier, um deinen Kameraden zu helfen, die ich vorhin besiegt habe? Und da kommt noch wer. Und noch eine Arena-Leiterin. Und wer ist hier? Der Anführer? Ich bin einer der sieben Weisen von Team Plasma. Sie wisse. Okay, also Team Plasma hat ja irgendwie Stress. Und dann kommen alle Arena-Leiter und wir ziehen uns erstmal zurück. Hahaha. Und die Pokémon und die Arena-Leiter werden alle büßen. Das war die Geschichte. Ich habe euch das erzählt in Kurzform. So,
Gut, sollen wir sie verfolgen? Nee, den gestohlenen Dragoschädel haben wir wieder. Lass es die Hauptsache treffen. Treiben wir sie jetzt zu sehr in die Enge, könnten noch mehr Wind machen. Also, ich mache mich auf den Weg zurück. Ich erwarte dich in der Pokémon-Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Ja, ja, Mr. Käfer, mein Vogel wird dich wegfliegen. Ja, ich habe den Dragoschädel und ich wollte ihn nicht geben. Ich wollte ihn verkaufen. Ein kleines Dankeschön. Ein Mondstein. Kann ich einen Mondstein gebrauchen momentan? Ich brauche ein Pokémon, das sich mit Mondsteinen entwickelt. Darf ich jetzt weitergehen? Ich gehe jetzt auch wieder raus aus dem Wald. Und jetzt ist hier bestimmt einfach die Straße. Eine Wundersaat. Das ist schon ziemlich wunderbar. Oh, der Part ist zu Ende, Leute. Der Part ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir Kommentare schreiben wollt, schreibt das erste Video. Und das Regelwerk-Video ist auch auf meinem Kanal in der Playlist. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.